Allein das Video. Boah, ich freue mich drauf, Jungs. Let's go, Mann, let's go. Genau, Alerts noch aus. Kuss, kuss, kuss. Holy shit. Haben wir HD? Haben wir HD? Wir haben kein HD angemacht. Das Video ist von Heiko Hammer. Heiko Hammer kann zeichnen. Heiko Hammer ist einfach der Shit, der Übershit. Ihr wisst gar nicht, Jungs. Ich laufe durch die Nacht und bin lonely. Boah. Deine Mama auf mein Phone, du bist horny. Ich weiß nicht, was ich will, du auch nicht. Das mit uns wird gefährlich, Blaulicht. Boah, jetzt schon? Jetzt schon? Eines der besten Videos, die wir in diesem Jahr haben werden. No joke. Schaut euch das an. Holy shit. Und das hat Heiko in nicht allzu langer Zeit hingezaubert, ich sag's euch. Weiß nicht, was ich will, du auch nicht. Boah. Das mit uns wird gefährlich, Blaulicht. Lüg mich an, gib mir mehr davon. Mir egal, Boah. denn mein Herz ist gone. Nice. Du bist keine Liebe, sondern Rauschgift. Alles, was ich weiß, ja, ich brauch dich. Ich habe keine Ahnung, was du mit mir tust. Es kommt mir alles vor wie in einem Déjà-vu. Ey, Freunde, ich bin auch, ich bin. Ja, ich bin ein bisschen verliebt in Ele, Freunde, aber was soll. Wer kann es mir verübeln? Keine Ahnung, was wer du kann mit es mir mir verübeln? tust. Es kommt mir alles vor wie in einem Déjà-vu. Wer löst mich irgendwann von deinem Fluch? Das bin auch actually ich, das wissen viele nicht. Der Typ im Auto, das bin ich. Schaut euch an. Wer löst mich irgendwann Jetzt von natürlich deinem nicht mehr die Fluch? Haare, aber guckt auf den Bart so ein bisschen. Die Kanten. Das bin einfach 1 zu 1 ich, Freunde. Wer was anderes sagt, lügt. Es zieht mich immer wieder zu dir. Damn, Kann das ich Video nicht ist heftig. Wehren, das mit uns wird eskalieren. Und dein Herz wird sterben. Lieb mich ein letztes Mal. Nur noch ein letztes Mal. Heftig. Wie lang bist du noch? Boah. Heftig, also erstmal über das Video brauchen wir nicht reden. Das ist wirklich eines der besten Musikvideos, die wir in diesem Jahr haben werden. Egal was noch und wer noch kommt, aber das wird eines der besten Musikvideos sein. Meiner Meinung nach. Allein schon, weil es etwas ganz anderes mal ist. Es ist was ganz anderes, Mann. Allein deswegen ist es schon so krass, finde ich. Und auch der Beat, ich will ganz kurz schauen, von mir ist es produziert. Ich habe nicht nachgeschaut, sorry. Es ist produziert von. Produziert von. Bee Gees, okay. Dieses Baby, Leute. Noch wach, Baby, mit deinem Wagen durch die Nacht, Baby. 4:30 Uhr auf dem Parkplatz und wir bleiben bis zum nächsten Tag wach. Komm, wir scheinen. Poster, Jungs. Poster, ich sag's euch wieder, Freunde. Elif, du brauchst mir diesmal kein Poster zuschicken. Beim letzten Mal, kleiner Funfact, Elif hat mir ein Poster zugeschickt, Friends. Elif, beim letzten Mal meinte ich, ich möchte ein Poster haben und Elif hat mir. Elif hat mir diesen Screenshot als Poster for real halt zugesendet, Jungs. Ich hab's noch nicht aufgehängt, ich werd's noch aufhängen. Beim nächsten Mal, ich druck das Poster selber, Elif, aber danke für die Geste auf jeden Fall nochmal. Wie das Mondlicht, wissen beide, dass es nicht für immer ist. Liebe ist nur echt, wenn sie wirklich. Das sieht so geil aus. Wissen beide, dass es nicht für immer ist. Liebe ist nur echt, wenn sie wehtut. Baby, kommst du mit oder gehst du? Liebe ist nur echt, wenn sie wehtut. Boah. Auch heavy wieder. Auch heavy. Ich freue mich so krass aufs Album. Ich habe keine Ahnung, was du mit mir tust. Es kommt mir alles vor wie in einem Déjà-vu. Wer löst mich irgendwann von deinem Fluch? Es zieht mich immer Boah. Wieder zu dir. Kann mich nicht mehr wehren. Das mit uns wird eskalieren. Also wirklich heftigste Shoutouts an Heiko Hammer und an alle anderen, die an diesem Musikvideo beteiligt waren erstmal, ja? Und sonst über Elif songtechnisch braucht man auch nicht reden, Mann. Sie hat eine einzigartige Stimme, Mann. Und sie weiß, wie sie einsetzen muss. Kann mich nicht mehr Heftig. Das mit uns wird eskalieren. Und dein Herz wird sterben. Lieb mich ein letztes Mal. Nur noch ein letztes Mal. Ich finde auch nice, wie jetzt hier so diese Liebe als so Droge dargestellt wird irgendwie so. Es ist nice oder es kann nice sein im richtigen Konsum oder whatever, aber es kann halt auch in die komplett falsche Richtung gehen, wie es bei Drogen ist und so kann man das mit Liebe ungefähr gleichsetzen, Mann. Schöne Visualisation. War das richtig? Ich weiß es nicht. Aber sehr nice. Heftiger Sound, den Elif hat, muss man sagen.
krass. Digga. Sorry, aber absolut nicht meine Musik. Kann ich verstehen, was sich deine Musik ist, Mann, aber ich fühle Elif gerade so krass wie keine andere Künstlerin oder keinen anderen Künstler gefühlt. Weil das einfach so ein ganz neuer Style ist, den sie hierher bringt. Und sie legt halt sehr, sehr viel Wert auf die Kunst und nicht nur auf den Kommerz, was ich bei ihr so schön finde. Und das merkt man, weil es einfach so einen frischen Vibe hat, finde ich. Sie kombiniert mehrere Styles so und das gelingt ihr ganz, ganz gut, Mann. Das ist für mich so sehr modern alles, sehr modern, was sie hier bringt. Sehr geil, Alter, heftig. Und ich kann euch nur sagen, ich freue mich sehr aufs Album. Und wie gesagt, über das Musikvideo braucht man nicht reden, das ist absolut krass gewesen. Alles von Heiko Hammer. Und, wobei nicht alles. Wir haben noch, ich möchte ganz kurz den Leuten noch Props geben für das Musikvideo hier. Stinch van Harpert, sorry, falls ich falsch ausspreche, Yasemin Asik und Lorenz Ruwe. Heftig, Mann. Heftiges Musikvideo, Props dafür und natürlich auch ein sehr, sehr heftiger Song von Elif. Shoutouts gehen da raus, Freunde. Falls ihr auf YouTube zusieht, vergesst nicht auf Twitch vorbeizuschauen, dann werden wir uns Donnerstag auf Freitag immer die neuen Sachen live ansehen. Lasst auf jeden Fall ein Follow da und dann, ja, würde ich sagen, das war beim nächsten Mal. Bleibt fresh und ciao.